wette, ich bin bestimmt all diese ganz normalen Landrennen da. Ja, um na, alles gut. Die Stop dreifach RP und jetzt ein paar Leuten mehr wird es wahrscheinlich auch mehr Laune machen. Ich kann auch ein normales Landrennen machen. Mal Kohle einzahlen. Ich war kurz so lange zum Casino. Muss man nur neuen Klamotten abholen, dann wird es sicher, das wird es besichert wieder. Sofort an. Ja, kurz noch am Rädchen dran drehen, bin nämlich gerade in der Nähe. Ja, räum mal bei den Tisch ab, jemand, ne, würde ich mir gerade sagen. Du sollst nicht wieder essen, Simon. Nein, es gibt wohl Mittagessen. Guck mich jetzt nicht so an. Ist so. Nein. Mit wem redest du? Mit meinem Verloben. Stell mir gerade das Bild vor, wie ihr Verlobter so im mit der Hand im Kühlschrank ist und sie so, nein, nein. Das futtert trotzdem. Nein. Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt mit der Essen koche, wenn er sich eh wieder voll schlupft. Ja, du müsstest dich beeilen, wenn hier ist mich gleich nur noch 40 Sekunden. Yep. Ernsthaft? Was? Ein Rabattcoupon, ein Rabattcoupon! Ja. So, wo bin ich? To the danger zone. Hier ist doch so ein Schlachtfeld hier, ey. Das baue ich uns allen so aus. Ja, wenn keiner mehr joint, kann ich natürlich nichts dafür. Naja. Abgelehnt. Ja, aber wenigstens sind wir jetzt alle vom Level 3-stellig, ja? Ja. Sie waren so wie eine Bombe, ey. Also Kevs Charakter sieht gerade aus, als würde er gleich auf ein Depeche Mode Konzert gehen. Was hab ich?
Dein Charakter sieht aus, würdest du gleich auf ein Depeche Mode Konzert gehen. Beide ein Ronschpferd, ey, ne? Mhm. Nein! Ich hasse das. Ja, ich habe viele meiner Hypercars auf Rand Schwarz. Weil ich die Farbkombination irgendwie cool finde. Ja, und ich fand einfach das Tarnmuster hier mit Orange gut. Hm? Was meinst du? Ich fand das Tarnmuster hier drauf mit Orange gut. Ich habe, wie gesagt, hier fast alle meine solche Farben. Dieses Hypersport, Gas. Fand ich halt cool so. Hat so ein bisschen was von McLaren, weißt du? Ernsthaft. Alter, ich hasse das. Bei manchen Rennen kannst du 3 Kilometer neben den Checkpoints vorbeifahren, der akzeptiert die. Und dann hast du wieder Rennen, da fährst du Millimeter dran vorbei, dann nimmt er die nicht. Ja. Das wäre aber angenehmer als diese komischen Einautos vom letzten Tag. Schon wieder, sag mal, dieser eine Checkpunkt hier, ne? Dieser eine Checkpunkt hier in der Ecke. Ich hasse ihn jetzt schon. Du fährst direkt rein und der wird nicht akzeptiert. Ja, ja, weißt du schon wieder morgens am Saufen hier? Ja, ich bin voll der Fanta-Suchti. Ja, normal. War ja eine sehr schwierige Strecke. Also unglaublich, die vielen Kurven, die wir gefahren sind. Ja. Aber hey, nach dem ganzen Parcours-Kacke da haben wir jetzt mal wenigstens ein bisschen was Leichteres gehabt. Was aber ich würde nachher nochmal welche machen. Alles gut? Jetzt ist Pascho.
Komm, wir sind da alle. Na, kann ich jetzt schon mal eine Antwort? Zur Antwort. Passiert nicht, dass ich auf meinen eigenen Quad fahren darf hier. Nein, der Peiler mit Auto steht, ich bin ein Quad. Das ist so gut. Was schwebt aus meinem Windschatten da hinten? Hau ab jetzt endlich, da hab ich echt auf, ich bin nervös. Scheiße da. Ja, sag, hau ab jetzt endlich. Wie viele Runden haben wir? Drei. Guck mal, da vorne ist was Kleines, das könnte man wegrahmen, das ist Motorradfahrer. Überleg's dir. Netter Versuch. Ey! Hau ab jetzt von mir da hinten, das geht mir auf den Sack. Was netter Junge war, weil deine Bakterien bei dir. Ja, war mir fast klar, du Adi. Ernsthaft. Hast jetzt abgebremst extra, ne? Ja, weil ich dich eigentlich gar nicht rumdrehen wollte. Ja, ich ja, wollte ja, eigentlich ja. Nur rein. Ah, das kannst du ja nicht gewinnen. Ich wollte ja nur das machen, was ich bei Yvonne immer mache. Ach. Vergiss den Schwertervergleich, gibt's nicht mit deinem kleinen Dolch. Ja, ich trau mich im Gegensatz zu euch was, ne? Ja, mit uns abzuhängen, das ist schon gefährlich genug. Ich hab das Ding schon gar nicht, hab ich das verkauft. Hm? Dieses Quad-Ding hab ich verkauft.
Fahr ich eh nie. Du hast den Windschatten die ganze Zeit gehabt, deswegen hast du auch eine schnellere Runde. Ah, du kamst nie wirklich in Position, dass du vorbeikommen könntest. Ich glaube aber auch, dass die beiden Dinger, die waren fast gleich schnell. Ja gut, aber durch Windschatten müsstest du normalerweise auch mehr vorbeikommen.